In diesem Video möchte ich euch unsere Aquos Routenserie vorstellen. Von den Aquos Routen gibt es 5 verschiedene Modelle. Wir haben 2 Modelle für den Nahbereich und für das langsam fließende Wasser. Das ist die Aquos Ultra X. Die gibt es in 3,30 m und 3,60 m Länge. Die Routen sind, wie schon gerade erwähnt, für kürzere Wurfweiten, langsame Strömung oder Stillwasser geeignet. Die Routen sind so gebaut, dass sie immer gleich groß geteilt werden können. Das heißt, es ist eigentlich sehr schonend und auch praktisch für den Transport. Man hat immer gleich lange Teile, keine Spitze, wo irgendwo abhängt. Also ist es extra darauf geachtet worden, dass sie eben optimal für den Transport gebaut worden sind. Mitgeliefert werden jeweils 2 Spitzen. Bei den kleineren ist es die 1,0er und die 1,5 Unzen Spitze. Bei den größeren Modellen ist es dann die 1,5 und 2,5 Unzen Spitze. Das variiert teilweise auch noch dann unter den Modellen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel mal die Ultra X in 3,30 m dabei. Die hat ein Wurfgewicht von 50 Gramm und ist somit recht variabel einsetzbar. Das heißt, Körbe bis 50 Gramm können da problemlos mit geangelt werden. Man hat 2 Wechselspitzen dabei, kann immer variieren, je nach Beißverhalten, je nach Einsatzgebiet. Und ist somit optimal gerüstet. Die Routen sind auf einem High-Modulus Carbon Blank aufgebaut. Bei den Ringen haben wir darauf geachtet, dass wir recht große Öffnungen, gerade im Spitzenbereich, auch verwenden. Wer kennt es nicht? Die Schlagschnur ist dran, es sind irgendwelche Blüten auf dem Wasser oder vom Hochwasser ist noch Dreck in der Strömung. Gerade da ist man froh, wenn man größere Ringöffnungen hat, um nicht sofort einen Spitzenbruch zu kassieren. Die Ultra X, das ist die leichtere Route von den beiden Modellen, gibt es in 3,30 m und 3,60 m. Jetzt kommen wir gleich noch zu der Ultra D. Die ist dann auch für größere Wurfweiten und größere Wurfgewichte geeignet. Die Ultra D gibt es in 3 verschiedenen Längen. 3,60 m, 3,90 m und 4,20 m. Somit ist für alle Situationen was dabei. Die 4,20 ist vor allem dann für richtig weite Würfe. Oder auch in der Strömung, wo man wirklich schweres Gewicht braucht. Die hat ein Wurfgewicht von 150 Gramm. Das heißt, man kann auch mal schwere Körbe damit werfen. Hier in der Hand halte ich jetzt die Ultra D in 3,90 m. Hat ein Wurfgewicht von 120 Gramm. Ist damit auch schon gut geeignet für hohe Wurfweiten und auch schon für Strömung. Im Vergleich zu der gerade eben vorgestellten Ultra X haben wir da schon einen deutlich stärkeren Blank. Ist eben quasi, wie schon erwähnt, für Weitewürfe und schwere Strömung geeignet. Die Ringe, das sieht man auch gleich einen Unterschied, sind deutlich stabiler. Wir haben hier richtig große Ringe verwendet, um auch, wie gerade schon erwähnt, es zu verhindern, dass man bei Strömung mit Dreck oder bei Pollen und Blüten in der Schnur Brüche bekommt, vor allem an der Spitze natürlich. Bei den Ultra D-Serien haben wir darauf geachtet, wie auch bei der kleinen Serie, dass wir wieder gleich lange Teile haben. In diesem Fall sind die immer 3 geteilt, anstatt 2 geteilt. Liegt einfach an der Länge, da sie noch praktikables Maß haben, um sie in den Routentaschen zu transportieren. Auch bei der Ultra D-Serie haben wir einen High-Modulus Carbon Blank, der eine schnelle Aktion hat. Das heißt, der ist jetzt nicht so schwabbelig, wo weit er schwabbelt, sondern ist wirklich stramm. Der stellt sich sofort wieder gerade. Geliefert werden auch hier, wie bei der kleinen Serie, 2 Spitzen. Die Spitzen hier haben 3,4 mm Einschub im Vergleich zu den kleinen mit 2,8 mm. Die Anzahl der Spitzen, also der Unzenanzahl der Spitzen, variiert je nach Modellen. Bei den größeren mit höherem Wurfgewicht sind dann natürlich stärkere Spitzen dabei. Bei den kleineren sind ein bisschen weichere Spitzen dabei. Das sieht man aber auch alles nochmal auf unserer Homepage, wenn ihr euch für ein Modell interessiert. Schaut euch das gerne nochmal an. Da sind alle Details nochmal aufgeführt, die ich hier erwähnt habe. Vielleicht sogar noch das eine oder andere mehr. Ich hoffe, ich konnte euch die Aquos Routenserie ein bisschen näher bringen. Wir würden uns freuen, wenn euch die Route gefällt und wir euch damit vielleicht mal am Wasser sehen.